Auch die Prosa soll an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Darum habe ich eine Erzählung ausgesucht von Alexander Puschkin. Das Lied hat uns darauf vorbereitet, das Lied vom Sturm. Die Erzählung heißt Der Schneesturm. Des Jahres 1811, in der uns allen denkwürdigen Zeit, lebte auf seinem Landgute Neparadovo der wackere Gavrila Gavrilowitsch R. Er war durch seine Gastfreundlichkeit und Gutmütigkeit in der ganzen Gegend bekannt. Die Nachbarn kamen jeden Tag zu ihm auf Besuch, um zu essen und zu trinken oder mit seiner Gattin Praskovja Petrovna Boston für 5 Kopeken den Point zu spielen. Viele aber auch, um ihre Tochter, Maria Gavrilovna, ein schlankes, bleiches, 17-jähriges Mädchen zu sehen. Sie galt als reiche Partie und viele ersehnten sie für sich oder für ihre Söhne. Maria Gavrilovna war mit französischen Romanen erzogen worden und folglich verliebt. Ihr Auserwählter war ein armer Fähnrich von der Front, der sich zum Urlaub auf dem Lande aufhielt. Es versteht sich von selbst, dass im Busen des jungen Mannes die gleiche Leidenschaft loderte und dass die Eltern seiner Geliebten aber, als sie ihre gegenseitige Zuneigung merkten, der Tochter untersagten, auch an ihn nur zu denken und ihn bei seinen Besuchen noch unfreundlicher aufnahmen als irgendeinen verabschiedeten Assessor. Unsere Verliebten tauschten häufig Briefe aus und sahen sich täglich unter 4 Augen im Fichtengehölz oder bei der alten Kapelle. Dort schwuren sie einander ewige Liebe, beklagten ihr Los und schmiedeten allerlei Pläne. Nach den vielen Gesprächen und Briefen gelangten sie, was ja sehr natürlich ist, zu folgendem Schluss. Einander atmen können und der Wille der grausamen Eltern unserem Glücke im Wege steht, könnten wir uns da nicht auch ohne ihre Einwilligung behelfen? Es versteht sich, dass dieser glückliche Gedanke zuerst dem jungen Mann gekommen war, aber der romantischen Fantasie Maria Gavrilovnas außerordentlich zusagte. Der eingetretene Winter machte in ihren Zusammenkünften ein Ende. Ihr Briefwechsel wurde aber umso lebhafter. Wladimir Nikolajewitsch beschwor sie in einem jeder seiner Briefe, die seinige zu werden, sich mit ihm heimlich trauen zu lassen, eine Zeit lang in einem Versteck zu leben und dann den Eltern zu Füßen zu stürzen. Die Eltern aber würden sich von der heroischen Treue und dem Unglück der Liebenden rühren lassen und sicherlich sagen, Kinder, kommt in unsere Arme. Maria Gavrilowna schwankte. Viele Fluchtpläne wurden von ihr nacheinander verworfen. Endlich willigte sie ein. An dem für die Entführung bestimmten Tage sollte sie nicht zu Abend essen und sich, Kopfweh vorschützend, in ihr Zimmer zurückziehen. Dann sollte sie mit ihrer Zofe, die in die Verschwörung eingeweiht war, durch den Hinterflur in den Garten gehen, hinter dem Garten einen angespannten Schlitten vorfinden, in diesen einsteigen und etwa 5 Werst weit nach dem Dorf Schadrino direkt zur Kirche fahren, wo Wladimir sie schon erwarten würde. Thank you.
vor dem entscheidenden Tage konnte Maria Gavrilowna keinen Schlaf finden. Sie packte ihre Sachen, band Wäsche und Kleider zu einem Bündel zusammen und schrieb einen langen Brief an eine Freundin, ein sehr empfindsames junges Mädchen, und einen zweiten an ihre Eltern. Sie nahm von ihnen in den rührendsten Ausdrücken Abschied, entschuldigte ihren Schritt mit der unüberwindlichen Macht der Leidenschaft und schloss mit den Worten, dass sie den Augenblick, in dem sie ihren teuren Eltern zu Füßen fallen dürfte, für den glücklichsten ihres Lebens betrachten würde. Beim Tagesgrauen warf sie sich auf ihr Lager und schlummerte ein, wurde aber fortwährend von furchtbaren Traumbildern aufgeschreckt. Als sie endlich aufstand, war sie blasser als sonst und hatte tatsächlich Kopfweh. Vater und Mutter merkten sofort ihre Unruhe. Die zärtliche Besorgtheit der Eltern und ihre unaufhörlichen Fragen schnitten Maria ins Herz. »Was hast du, Mascha? Bist du nicht wohl, Mascha?« Sie versuchte, sich zu beruhigen und sorglos zu erscheinen, brachte es aber nicht fertig. Indessen wurde es Abend. Der Gedanke, dass sie den schneidenden Tag zum allerletzten Mal inmitten der ihrigen begleite, bedrückte sie schwer. Sie war mehr tot als lebendig. Im Geiste verabschiedete sie sich schon von allen Personen und Gegenständen, die sie umgaben. Das Abendessen wurde aufgetragen. Ihr Herz begann heftig zu pochen. Mit bebender Stimme erklärte sie, dass sie heute Abend nicht zu Abend essen würde und wünschte den Eltern gute Nacht. Diese küssten sie und gaben ihr, wie jeden Abend, ihren Segen. Als sie in ihr Zimmer kam, ließ sie sich in einen Sessel fallen und brach in Tränen aus. Die Zofe beschwor sie, sich zu beruhigen und Mut zu fassen. Alles war schon bereit. In einer halben Stunde schon sollte Mascha dem Elternhause, ihrem Zimmer und dem stillen Mädchendasein für immer Lebewohl sagen. Wladimir war den ganzen Tag unterwegs. Am Morgen besuchte er den Priester von Chadrino und einigte sich mit ihm nicht ohne Mühe. Dann begab er sich auf der Suche nach Trauzeugen zu den benachbarten Gutsbesitzern. Der erste, den er aufsuchte, der 40-jährige ehemalige Kornett Dravin, willigte mit Freuden ein. Dieses Abenteuer, behauptete er, erinnere ihn an die Husarenstreiche seiner Jugend. Er bewog Wladimir, bei ihm zum Mittag zu essen und versicherte ihm, dass die zwei noch fehlenden Zeugen sich unschwer finden lassen würden.
Gleich nach dem Essen erschien tatsächlich der Geometer Schmidt, der einen Schnurrbart und Sporen trug, und der Sohn des Landespolizeihauptmanns, ein etwa 16-jähriger Junge, der vor kurzem bei den Ulanen eingetreten war. Sie nahmen Wladimirs Vorschlag nicht nur an, sondern erklärten sich auch bereit, für ihn ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Wladimir schloss sie entzückt in seine Arme und fuhr nach Hause, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Als sich ein Wind erhob und ein solcher Schneesturm losbrach, dass er nichts mehr sehen konnte. Die Straße war in einem Augenblick unter den Schneemassen verschwunden. Ein trüber, gelblicher Nebel, durch den die weißen Schneeflocken flogen, verdeckte den Ausblick. Der Himmel floss mit der Erde in eins zusammen. Wladimir sah sich plötzlich mitten im freien Feld und machte vergebliche Versuche, wieder auf die Straße zu finden. Das Pferd lief aufs Geratewohl. Bald fuhr es in einen Schneehaufen hinein, bald versank es in einen Graben. Der Schlitten kippte jeden Augenblick um. Wladimir war nur noch auf eins bedacht, die Richtung nicht zu verlieren. Ja, es war aber gewiss schon mehr als eine halbe Stunde vergangen und das Gehölz von Chadrino noch immer nicht erreicht. Der Schneesturm wollte sich nicht legen und der Himmel sich nicht aufklären. Das Pferd begann müde zu werden, aber er selbst kam in Schweiß, obwohl er jeden Augenblick bis an den Gürtel im Schnee versank. Bald wurde ihm klar, dass er wohl in falscher Richtung fuhr. Das Pferd bewegte vor Müdigkeit kaum die Beine. Er war schon mehr als eine Stunde unterwegs. Chadrino musste doch ganz in der Nähe sein. Er hielt etwas mehr nach rechts, aber das Feld nahm kein Ende. Immer neue Schneehaufen und Gräben. Der Schlitten kippte immer wieder um. Die Zeit verging. Von Chadrino war nichts zu sehen. Es mochte gegen Mitternacht sein. Tränen traten ihm in die Augen. Er fuhr aufs Geratewohl weiter. Der Sturm hatte sich allmählich gelegt. Die Wolken verzogen sich. Vor ihm lag ein von weißem, welligen Teppich bedecktes Tal. Die Nacht war ziemlich hell. Wladimir entdeckte in der Nähe ein Dörfchen, das aus 4 oder 5 Höfen bestand. Er fuhr auf das Dörfchen zu, beim ersten Bauernhause sprang der Verzweifelte aus dem Schlitten, lief auf ein Fenster zu und begann zu klopfen. Nach einigen Minuten ging der hölzerne Laden auf und ein alter Mann streckte seinen grauen Bart heraus. Was willst du? Ist es weit bis Chadrino? Ob es bis... Sag schon, Alter, ist es weit? Gar nicht weit. An die 10 Werst. Als Wladimir diese Antwort hörte, erstarrte er wie ein zum Tode Verurteilter. Und wo kommst du her? Fragte der Alte. Wladimir hatte aber nicht den Mut, seine Frage zu beantworten. Alter, kannst du mir Pferde nach Chadrino verschaffen? Nun, woher soll ich Pferde haben? Antwortete der Bauer. Kann ich dann vielleicht einen Führer bekommen, der den Weg nach Chadrino kennt? Ich will ihn zahlen, so viel er verlangt. Warte mal, sagte der Alte, den Fensterladen schließend. Ich will dir meinen Sohn schicken. Er wird dich begleiten.
Es war aber noch keine halbe Minute vergangen, als Wladimir wieder zu klopfen begann. Der Laden ging wieder auf. Der graue Bart zeigte sich wieder. Was willst du? Wo bleibt denn dein Sohn? Gleich kommt er. Er zieht sich die Stiefel an. Friert es dich vielleicht? Komm nur herein und wärme dich. Nein, nein, danke. Schick schneller deinen Sohn heraus. Bald knarrte das Tor. Ein Bursche mit einem dicken Knüttel in der Hand kam heraus und ging vor dem Schlitten her, den schneeverwehten Weg bald zeigend und bald suchend. Wie spät ist es? Fragte ihn Wladimir. Es wird vorbei tagen, antwortete der junge Bauer. Wladimir sprach nun kein Wort mehr. Die Hähne krähten und es war schon hell, als sie Schadrino erreichten. Die Kirche war geschlossen. Wladimir bezahlte seinen Führer und fuhr zum Geistlichen. Auf dessen Hufe war aber keine Troika zu sehen. Was für eine Nachricht erwartete ihn da? Kehren wir aber zu den braven Gutsbesitzern von Neparadovo zurück und sehen wir, was bei ihnen vorging. Nichts Besonderes. Die Alten standen wie jeden Morgen auf und kamen in die gute Stube. Gavrila Gavrilowitsch in Nachtmütze und Flausjacke, Praskowja Petrowna in wattiertem Schlafrock. Als der Samovar aufgetragen war, schickte Gavrila Gavrilowitsch ein Mädchen zu Maria Gavrilowna, sie zu fragen, wie es ihr heute ginge und wie sie geschlafen habe. Das Mädchen kam zurück und meldete, dass das gnädige Fräulein sehr schlecht geschlafen habe, sich aber jetzt schon etwas besser fühle und bald kommen werde. Die Tür ging tatsächlich auf und Maria Gavrilowna trat ein, um Papa und Mama zu begrüßen. Wie ist es mit deinem Kopfweh, Mascha? Fragte Gavrila Gavrilowitsch. Es geht schon besser, Papachen, antwortete Mascha. Das kommt sicher vom Ofendunst, meinte Praskowja Petrowna. Ja, wahrscheinlich, Mamachen, erwiderte Mascha. Der Tag verlief glücklich, aber gegen Abend wurde Mascha krank. Man schickte in die Stadt nach einem Arzt. Dieser kam sehr spät und traf die Kranke im Delirium an. Sie hatte heftiges Fieber und die Ärmste schwebte 2 Wochen lang zwischen Leben und Tod. Niemand im Haus wusste etwas von der geplanten Flucht. Die Briefe, die Mascha am Vorabend geschrieben, hatte sie verbrannt. Die Zofe sagte aus Furcht vor dem Zorn der Herrschaft niemandem ein Wort. Der Geistliche, der ehemalige Kornett, der Geometer mit dem Schnurrbart und der kleine Ulan waren diskret und hatten wohl ihre Gründe dafür. Der Kutscher Terjoschka verschnappte sich selbst im Rausche nicht. So wurde das Geheimnis von dem halben Dutzend Mitverschworener treu behütet. Doch Maria Gavrilowna selbst verriet es in ihrem fortwährenden Delirium. Ihre Worte waren aber so wirr, dass die Mutter, die das Krankenzimmer für keinen Augenblick verließ, aus ihnen nur das eine verstehen konnte: dass ihre Tochter sterblich in Wladimir Nikolajewitsch verliebt sei und dass die Erkrankung wahrscheinlich mit dieser Liebe zusammenhänge. Sie beriet sich mit ihrem Gatten und einigen Nachbarn und alle kamen überein, dass es dem jungen Mädchen wohl vom Schicksal so beschieden sei, dass niemand dem ihm vom Himmel vorausbestimmten Ehegenossen entrinnen könne, dass Armut keine Schande sei, dass man nicht das Geld, sondern den Menschen heirate und so weiter und so weiter. Moralische Sprichwörter pflegen ungemein nützlich in solchen Fällen zu sein, wo man selbst keinerlei Rechtfertigung zu ersinnen vermag. Das junge Mädchen erholte sich indessen wieder. Wladimir aber
hatte sich schon lange nicht mehr in Gavrila Gavrilowitschs Hause blicken lassen. Die Behandlung, die ihm hier immer zuteil wurde, schreckte ihn wohl ab. Es wurde beschlossen, ihn kommen zu lassen, um ihm das unerwartete Glück, die Einwilligung auf die Ehe, zu verkünden. Erfuhren sie, dass Wladimir wieder in sein Regiment eingerückt war. Das geschah im Jahre 1812. Man konnte sich lange nicht entschließen, dies der genesenen Mascha zu melden und tat es schließlich doch. Sie sprach nie wieder von ihm. Bald wurde sie von einem anderen Kummer heimgesucht. Gavrila Gavrilowitsch verschied und ließ sie als Erbin seines ganzen Besitzes zurück. Die Erbschaft aber gab ihr keinen Trost. Sie teilte aufrichtig die Trauer Praskowja Petrownas und schwor, sich niemals von ihr trennen zu wollen. Die beiden verließen Neparadovo, die Stätte trauriger Erinnerungen, und zogen auf ihr ferner gelegenes Gut. Auch hier umschwirrten die Freier das hübsche und reiche Mädchen. Sie gab aber niemandem auch nur die leiseste Hoffnung. Die Mutter redete ihr manchmal zu, sich einen Ehegenossen zu wählen. Maria Gavrilowna schüttelte aber immer den Kopf und wurde nachdenklich. Wladimir weilte nicht mehr unter den Lebenden. Er war zu Moskau am Vorabend des Einzuges der Franzosen gestorben. Sein Andenken schien Mascha offenbar heilig zu sein. Jedenfalls bewahrte sie alles, was an ihn erinnerte, treulich auf. Die Bücher, die er einst gelesen, seine Zeichnungen, Noten und die Verse, die er für sie abgeschrieben. Die Nachbarn, die solches hörten, bewunderten ihre Standhaftigkeit und erwarteten mit Neugier den Helden, der über die rührende Treue der jugendlichen Artemis triumphieren würde. Der Krieg war indessen ruhmvoll beendet. Unsere Heere kehrten heim aus dem Auslande. Das Volk eilte ihnen entgegen. Die Regimentskapellen spielten die im Feldzuge eroberten Weisen, Vive Henri IV, Tiroler Walzer und Arien aus der Joconde. Die Offiziere, die als halbe Knaben ins Feld gezogen waren, kehrten im Pulverdampf der Schlachten zu Männern geworden, mit Ehrenkreuzen geschmückt heim. Die Soldaten plauderten lustig miteinander, fortwährend deutsche und französische Worte in ihre Rede mischend. Unvergessliche Zeit. Die Zeit des Ruhmes und der Begeisterung. Wie stark pochte das russische Herz beim Klange des Wortes Vaterland. Wie süß waren die Freudentränen des Wiedersehens. Wie einmütig verbanden wir das Gefühl des nationalen Stolzes mit der Liebe zum Kaiser. Und für diesen selbst, welche Augenblicke.
Ihr Entzücken war wahrlich berauschend, als sie die Sieger mit Hurra begrüßten und in die Luft die Häubchen warfen. Wer von den damaligen Offizieren wird nicht zugeben, dass er von der russischen Frau den besten, den kostbarsten Lohn empfing? Maria Gavrilowna lebte um diese glanzvolle Zeit mit ihrer Mutter in jenem fernen Gouvernement und sah nicht, wie die beiden Residenzen die zurückgekehrten Truppen feierten. Aber in der Provinz und auf dem flachen Lande war die allgemeine Begeisterung vielleicht noch stärker. Das Erscheinen eines Offiziers in solchen Gegenden war ein wahrer Triumph und ein Liebhaber im Zivilfrack konnte neben ihm ja gar nicht aufkommen. Wie gesagt, war Maria Gavrilowna trotz ihrer Kälte nach wie vor von Bewerbern umgeben. Alle aber mussten weichen, als der verwundete Husarenhauptmann Brumin mit dem Georgenkreuze im Knopfloch und der interessanten Blässe im Gesicht, wie sich die damaligen jungen Damen ausdrückten, auf ihrem Schlosse erschien. Er war um die 26 Jahre alt und verbrachte den Urlaub auf seinen Besitzungen, die in der Nähe des Gutes Maria Gavrilownas lagen. Und welch Wunder, in seiner Gegenwart wich ihre gewöhnliche Versonnenheit einem lebhafteren Gemütszustand. Man kann nicht behaupten, dass sie mit ihm kokettierte, aber ein Dichter, der ihr Benehmen sähe, würde gesagt haben, «Se amor non è, che dunce!» Brumin war in der Tat ein liebenswürdiger junger Mann. Er besaß gerade jenen Geist, der den Damen so gut gefällt. Den Geist des Anstandes und der Aufmerksamkeit, ganz ohne Anmaßung, doch mit gutmütigem Humor. Sein Benehmen Maria Gavrilowna gegenüber war einfach und ungezwungen. Doch was sie auch sagen oder tun mochte, seine Seele und seine Blicke folgten ihr. Er schien einen stillen und bescheidenen Charakter zu haben, aber es wurde behauptet, dass er einst ein schlimmer Taugenichts gewesen sei, was ihm übrigens in Maria Gavrilownas Augen durchaus nicht zu schaden vermochte, da sie, wie alle jungen Damen, gern alle Streiche verzieh, die Kühnheit und feuriges Temperament verrieten. Wahrscheinlich hatte auch er bei seinem Geist und seiner Erfahrung schon bemerkt, dass sie ihn vor den anderen auszeichnete. Wie war es nun zu erklären, dass sie ihn noch immer nicht zu ihren Füßen gesehen und sein Geständnis nicht zu hören bekommen hatte? Was hielt ihn zurück? Schüchternheit, die von wahrer Liebe unzertrennlich ist? Stolz oder die Koketterie eines schlauen Schürzenjägers? Das war ja ein Rätsel. Als sie sich alles ordentlich überlegt hatte, sagte sie sich, dass Schüchternheit der einzige Grund seiner Zurückhaltung sein müsse, und sie entschloss sich, ihn durch erhöhte Aufmerksamkeit und, wenn es die Umstände verlangten, selbst durch Zärtlichkeit zu ermutigen. Jedes Geheimnis, ganz gleich welcher Natur, ist dem Frauenherzen unerträglich. Ihre strategischen Maßnahmen führten zum erwünschten Erfolg. Brumin versank jedenfalls in so tiefe Nachdenklichkeit
und seine schwarzen Augen blickten mit solchem Feuer auf Maria Gavrilowna, dass der entscheidende Moment ganz nah zu sein schien. Die Nachbarn sprachen von der Hochzeit als von einer beschlossenen Sache und die gute Praskowja Petrowna freute sich, dass ihre Tochter endlich einen würdigen Bräutigam gefunden habe. Die alte Dame saß einmal im Wohnzimmer mit einer Grande Patience beschäftigt, als Bomin ins Zimmer trat und sich sofort nach Maria Gavrilowna erkundigte. »Sie ist im Garten«, antwortete die Mutter. »Gehen Sie nur hin, ich werde dann hier auf Sie warten.« Bomin ging hinaus und die alte Dame bekreuzigte sich und dachte, vielleicht wird die Sache heute zur Entscheidung kommen. Erklärung befreiend wirken könnte. Und so kam es auch. Als Bomin die Schwierigkeit seiner Lage merkte, erklärte er, dass er schon längst eine Gelegenheit gesucht habe, vor ihr sein Herz zu enthüllen und bat sie um eine Minute Gehör. Maria Gavrilowna machte das Buch zu und senkte zum Zeichen des Einverständnisses die Augen. »Ich liebe Sie«, begann Bomin. »Ich liebe sie leidenschaftlich.« Maria Gavrilowna errötete und ließ den Kopf noch tiefer sinken. »Ich handelte leichtsinnig, als ich mich der süßen Gewohnheit, sie alltäglich zu sehen und zu hören, hingab.« Maria Gavrilowna musste an den ersten Brief des Saint-Preux denken. »Nun ist es zu spät, mich meinem Schicksal zu widersetzen. Die Erinnerung an sie, ihr liebes, unvergleichliches Bild, wird nun die ewige Qual und die ewige Wonne meines Lebens sein. Eine schwere Pflicht aber ist noch zu erfüllen. Ich muss ihnen ein schreckliches Geheimnis enthüllen und damit eine unüberwindliche Schranke zwischen uns errichten. Diese Schranke hat schon immer bestanden, unterbrach ihn Maria Gavrilowna. Niemals konnte ich die ihre werden. Ich weiß, antwortete er leise. Ich weiß, dass Sie schon einmal geliebt haben, aber der Tod und die 3 Jahre der Trauer, liebe, gute Maria Gavrilowna, versuchen Sie nicht, mir meinen letzten Trost zu rauben. Den Gedanken, dass Sie bereit wären, mein ganzes Glück zu sein, wenn... Schweigen Sie, um Gottes Willen, schweigen Sie. Sie quälen mich. Ja, ich weiß, ich fühle ja, dass Sie die meinige werden würden, aber ich unseligstes Geschöpf, ich bin schon verheiratet. Maria Gavrilowna blickte ihn erstaunt an. Was sagen Sie? Wie seltsam. Fahren Sie fort, ich will Ihnen später erzählen, aber fahren Sie um Gottes Willen fort. Ich bin verheiratet, fuhr Bomin fort. Seit 4 Jahren schon. Aber ich weiß nicht, wer meine Frau ist, wo sie weilt und ob es mir beschieden ist, sie je wiederzusehen. Verzeihen Sie, Maria Gavrilowna, ich rede wirr. Bomin fasste sich und begann zu erzählen.
Herbst 1812 eilte ich nach Vilna, wo sich unser Regiment befand. Als ich eines Abends zur späten Stunde auf eine Station kam, erhob sich ein furchtbarer Schneesturm und der Stationsaufseher und die Kutscher rieten mir abzuwarten. Ich folgte ihnen, aber eine unbegreifliche Unruhe bemächtigte sich meiner. Mir war es, als ob mich fortwährend jemand stieße. Der Schneesturm wollte sich nicht legen. Ich hielt es nicht länger aus, gab wieder den Befehl anzuspannen und setzte trotz des Sturmes meine Reise fort. Der Kutscher hatte den Einfall, über den Fluss zu fahren, was die Reise um 3 Werst abkürzen sollte. Die Flussufer waren vom Schnee verweht. Der Kutscher verpasste die Stelle, wo man wieder auf die Landstraße kommen konnte. Und so gerieten wir in eine gänzlich unbekannte Gegend. Der Sturm wütete noch immer. Ich sah ein Lichtschein und ließ auf dieses Ziel fahren. Wir kamen in ein Dorf, in dessen hölzerner Kirche Licht brannte. Die Kirchentür stand offen. Hinter der Kirchenmauer warteten einige Schlitten und vor dem Eingang gingen Menschen auf und ab. Hierher, hierher, riefen einige Stimmen. Ich befahl dem Kutscher, vor der Kirche zu halten. Mein Gott, wo bleibst du so lange? Sagte jemand. Die Braut ist ohnmächtig, der Pope weiß nicht, was zu tun ist. Wir wollten schon nach Hause fahren. Komm nun aber schnell. Ich sprang schweigend aus dem Schlitten und trat in die Kirche, die in 2 oder 3 Kerzen schwach beleuchtet war. Ein Mädchen saß auf einer Bank in einer finsteren Ecke. Ein anderes rieb ihr die Schläfen. Gott sei Dank, sagte das Letztere. Wir haben sie kaum erwarten können. Sie haben das Fräulein beinahe getötet. Der alte Geistliche ging auf mich zu und fragte, sollen wir beginnen? Ja, beginnen Sie, Hochwürden. Beginnen Sie, antwortete ich zerstreut. Man hob das Mädchen auf. Sie erschien mir recht hübsch. Ein unerklärlicher, unverzeihlicher Leichtsinn. Ich stellte mich neben sie vor den Altar. Der Priester hatte große Eile. Die 3 Männer und die Zofe stützten die Braut und waren mit ihr allein beschäftigt. So traute man uns. Küsst euch, sagte man uns. Meine Frau wandte mir ihr blasses Gesicht zu. Ich wollte sie schon küssen, sie aber schrie auf, ach, er ist's nicht, und fiel wieder in Ohnmacht. Die Zeugen richteten auf mich ihre erstaunten Blicke. Ich wandte mich eiligst um, verließ ungehindert die Kirche, stürzte in den Schlitten und schrie, los, los, los. Mein Gott, stieß Maria Gavrilowna hervor. Und Sie wissen gar nicht, was aus Ihrer armen Frau geworden ist. Ich weiß es nicht, antwortete Bomin. Ich weiß nicht, wie das Dorf heißt, in dem ich getraut wurde und von welcher Station ich hingekommen war. Mein Diener, der mich damals begleitete, starb während des Feldzuges. Keinerlei Hoffnung, diejenige zu finden, der ich diesen Streich gespielt habe und die nun so grausam gerecht ist. Mein Gott, sagte Maria Gavrilowna, seine Hand ergreifend. Also Sie waren das. Und Sie erkennen mich nicht? Bomin erbleichte und stürzte ihr zu Füßen.